Y'all better watch out. They let me loose in these streets. Yeah. They let me speak this German in the streets. You better watch out. Heute probieren wir okay. die verschiedenen Sorten von Fritz Cola. Einer der ja, wahrscheinlich berühmtesten Sorten. Okay. Oder? Yep. Mm-hmm. Ja. Yeah. Oder true. Marken. Stimmt. Ja. So, these are sodas for all of my American friends that I see Germans walking around who are our age, really. Mm-hmm. I don't know, maybe it's like a trendy thing for the 20-year-olds. I think it's trendy, yeah. Yeah, so I see these sodas going around quite a bit. I will be honest, I have tried this one. This is like the original version. I know that my best friend also, and her boyfriend, they really like Fritz Cola. I don't know what flavors they've tried though. They have tried the normal one. They've tried the original. Normal? Which yeah. ones have you had? I had the original and the orange one. Oh. Oh, this one. He ruined it for me. I was gonna guess the flavors. Oh, sorry. So, it's okay, now I know that's orange. So we have them currently turned. I'll show you my vision. So right now we have all of the like flavors and stuff turned around so that we can't tell what flavors which are. Let's get started. Cool. Lass uns beginnen. Ganz genau. All right. So go ahead and pick your first flavor. I'll pick a flavor for you and you can pick a flavor for me. Okay. Are you going to close your eyes and then guess the flavor? Mm. Because you can still like see I can all see of the these colors, brands, but like, but if you close your eyes and you just smell yeah, but like, and try, my guess is that the red. Okay, my guess is that this one is strawberry or like raspberry. I know the flavor for the original. But if you close your eyes, you still have to guess. This one's got kind of like a red tint. Hmm. So like cherry. This one's green. So lime. I'm guessing this one's a lime one. Oh. I don't know if you guys can see that. I can't see it. I'm blind. This one, pineapple. This one I know is orange from Max. Because it's orange. Mm-hmm. And this one is a diet cola. What? Right? We'll see, I guess. Okay. Do you know all of the flavors or you just know those? No, I have no idea. The orange and the regular. Yeah, and I think by like saying that this is mishmash, yeah, give your I guesses. Have a pretty good idea of what it is. Sollen wir dieses Video in Deutsch? Ja, wir können ab jetzt Deutsch reden. Okay, jetzt. Nur noch Deutsch. Jetzt wechseln wir ja. zu Deutsch? Ja, wir wechseln zu Deutsch. You thought I couldn't speak German. You thought I didn't understand your comments. I can read them. Okay. Und jetzt nur noch in Deutsch. Oh, yeah, that's true. Stimmt. Okay, wir fangen mit der hier an. Okay. Die hier ist für Olivia. So, mal sehen. But you try it too. Aber du probierst das auch. Ja, ich probiere das auch. Aber du darfst zuerst. Oh, the cap. Und in Deutschland, was macht man mit die Deckeln? Die Deckel heben wir auf. Was macht man mit den Deckeln? Mit den Deckeln. Aber dein Papa macht etwas Besonderes mit Der sammelt die Deckel. Aber warum? Was macht er? Ich glaube, er gibt sie zu jemandem aus dem Dorf, der die er? Sammelt. Und der gibt sie zum Schrott, glaube ich. Schrott? Ja. Du kannst die Deckel eintauschen für das Metallgewicht und kriegst dann Geld. Ich glaube, dass er das macht. Ich bin nicht ganz sicher. Okay. Okay. Das ist für dich. Weißt du, was es ist? Weißt du, was es ist? Ich spreche langsamer. Ist das Mandarin? Mm-mm. Ah, Fritz Cola mit Orange. Ja, also das ist die originale Fritz Cola mit Orange gemischt und wir haben das in ganz verschiedenen Sachen. Wir nennen das Mischmasch, weil du mischt zwei verschiedene Sorten. Ja. Warum mag die deutsche Leute Orangen Flavor? Ja. Mit Cola? Ich weiß es nicht, aber das ist sehr beliebt. Jetzt geht's weiter. Ja. Oh yes, jetzt geht es weiter. Ja, sehr gut. Jetzt bist du an der Reihe. Ich kenne diese Sorte hier, diese Flavor.
Geschmacksrichtung. Geschmack. Ah, ich immer wieder vergesse ich Geschmack. Geschmack ist ein schwieriges Wort. Bitteschön. Vielen Dank. Ich vermute Orange. Max trinkt Orange fast jeden Tag, wann er könntest. Ja, wenn ich könnte, würde ich es jeden Tag haben. Deswegen ab und zu auch mal Wasser. Die hier ist der Geschmack, dass ich hier nur halb geschmeckt habe. Ja. Really? Ja. Wirklich? Das ist der Geschmack, den ich hier. Ich habe das hier ein bisschen weniger geschmeckt, als ich hier geschmeckt habe. Uh-huh. Y'all better watch out. Y'all better watch out. They let me loose in these streets. They let me speak this German in the streets. You better watch out. Was magst du besser? Was magst du mehr? Was magst du mehr? Mhm. Ich mag Orange mehr als das Mischmasch. Okay. Und ich mag das Mischmasch mehr als die Orange. Der das. Orange. Das? Das Getränk. Das Getränk. Die Limo. Mehr als die Limo vielleicht? Limo. Oder die Soda? Limo ist Soda? Wir sagen Limo, weil Limonade. Fritz Orangenlimonade. Limo. Okay. Lass uns die hier mal probieren. Ich glaube, das ist du Kirsche. Du glaubst Kirsche? Aber Mate? Es ist, glaube ich, Tee. Es heißt, ja, es heißt Cola Mate. Mate? Oh, also Mate? Ich vermute auch, dass es Tee, so schwarzer Tee und Cola. Aber Tee mit Cola? Ja, oder ich Limo? Weiß. Ich bin gespannt. Ah, das riecht wie Barbie. That smells Barbie? Like plastic. Close your eyes. That smells like a straight Barbie. Es riecht wie Plastik. Like when you're like this as a little girl playing with your Barbies and you're getting a little whiff of that plastic head. Magst du es? Hm? Ja. Schmeckt es dir? Ja. Ich Mal würde sehen. Das gern bestellen. Oh, du würdest es gern bestellen? Mhm. Im Restaurant? Wenn ich im Restaurant bin. Mhm. Oh, wirklich? Ja, magst du das oder nein? Ich finde, es schmeckt ein bisschen wie Kaugummi. Wie süßes, süßes, quietschendes Kaugummi. Lass mich einmal probieren. Mhm. Was meinst du? Nein? Oh, glaubst du, es ist Ananas? Hm? Mal sehen. Ich glaube, es ist Zitrone. Hm? So, das ist Zitrone. You ruined it for me. I was gonna guess. Oh, sorry. I don't think I would have gotten it by the smell either. You said pineapple. You can still pretend you didn't hear me. Und was sagst du? I don't like that. Ich trinke nicht gern Limonade. Ich finde das zu sour für mich. Okay. Ja, und ich genieße dich. Ich genieße das nicht. Ich genieße das nicht, ja? I don't enjoy it. Okay, wir müssen wissen, welche Cola wir mögen, so dass wir später teilen können. Sehr gut. I'll let you go ahead. Okay. Also, we're opening this with our... Did you know that's a magnet? I didn't know that. Ich wusste auch nicht, dass hier ein Magnet dran ist. Lass uns als nächstes... Raspberry, Strawberry. Uff. Zuerst hast du Äpfel? Oder schmeckst du Äpfel? Mhm. Dann kommt etwas tangy. Tangy? Wie heißt tangy? Das schmeckt einfach wie Apfelsaft. Wie Apfelsaft? Wirklich? Mhm. Für mich schmeckt es, ich kann es nicht genau deuten. Es ist Apfel, Kirsche und Holunder. Mhm. Mhm. Es schmeckt wie Apfel. Möchtest du die Überraschung öffnen? Ich möchte die Überraschung gerne probieren. Was glaubst du, das ist? Ich hätte, glaube ich, vom Aussehen vermutet, dass es Apfel ist. Aber jetzt haben wir ja schon Apfel probiert. Okay. Im Abgang schmeckt es ein bisschen melonig, wie Melone. Wassermelone oder Honigmelone. In Soda? Aber die Soda macht es komisch. Also ich finde, eine Soda, die so sehr süß ist... Ah, mit viel
Honigmelone. See. That's very interesting. But we know what this tastes like. Wir wissen, dass die Cola sehr gut schmeckt. Yeah, seriously. Oh my gosh, maybe you should just speak German and I should speak English. That sounds like a real day-to-day situation. Das ist ein bisschen zu einfach, findest du nicht? Sometimes I think English is hard too. Okay, Olivia. That Fritz Cola is so good. Möchtest du uns deine Lieblingsreihenfolge geben? Mhm. Okay. Also welche Cola schmeckt dir am besten? Welche Fritz Cola? In der ersten Platz kommt die Original Fritz Cola. Aha. Ja? Auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz sehr kommt Mathe Cola. Oh, wirklich? Mhm. Third place would be probably the orange one. Oh, really? That's half the original. I hate lemonade. That's like my least favorite drink on this earth. So then the orange one. Okay. Then the honey melon. Okay. Then the lemonade. What about you? Ich glaube, soll ich das in Deutsch sagen? Ja. Okay, oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich glaube, für mich ist es auch die Fritz Cola, die Originale, auf Platz 1. Und dann einfach, weil ich Orange gern mag, die Orangen Fritz Cola. Und dann wird es schon echt schwierig, weil die anderen einfach nicht besonders gut schmecken. Ich glaube auch die Mischmasch. Okay. Aber es gibt andere Marken oder andere... Aber du hast das nicht gemögt? Nein, ich mag die nicht so besonders gern. Warum nicht? Das, du hast das nicht gemocht. Gemocht? Hm. You like lemon? Ja, ich mag Lemon, also ich mag Zitrone gerne, aber ich glaube, ich mag Sprite wesentlich lieber als das. Mm. Diese Zitrone. That's like a lemonade. It's really ja. Like lemonade. Ich glaube, das wäre Platz 4 für mich. Der Apfel, Holunder, Kirsch Mix. Und dann Honigmelone. Und dann die Mate Cola und nee, die Zitrone für erst und dann die Mate Cola auf dem letzten Platz. Okay, so. Dein zweiter Platz wäre mein letzter Platz gewesen. Really? Uh-huh. It's not a good one. Ich mag es nicht so besonders gern. Thanks for watching this video. If you guys like this video, go ahead and leave it a thumbs up. Feel free to comment below. Actually, let us know what your favorite flavor of Fritz Cola is. And if you don't drink Fritz Cola, what flavor of soda you recommend. Don't forget to subscribe and I will see you guys in my next video. And I would like to thank my beautiful husband, Max, for showing up. My handsome guy. I see you every day, but they don't. And yeah. We'll see you guys later. And tschüss, ciao. Do you want to say it with me? Tschüss, ciao. See you later. Bye. Bye.